Ja, ich glaube, der Stefan wollte zuerst noch hier Nee, du machst rein. du. Ah, mach du dein Ding. Mach du Wir erst. machen unser Ding. Du machst dein Ding. Alles gut. Immer so die Männer, die erst einmal sagen, so geht's, dann geht's so nicht. Nein, also dann fange ich einfach an, wenn ihr das so wollt. Ja, Fazit und Rückblick auf diesen Tag. Ich bin total begeistert. Man muss mal überlegen, in welcher kurzen Zeit die Verrückten das hier auf die Beine gestellt haben. Super Format. Wir haben ja auch ein tolles Feedback bekommen, zwischendurch immer wieder. Und ich kann das nur bestätigen. Es hat total Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich habe mitgenommen, dass wir auf jeden Fall weitermachen müssen. Ja, dass wir die Führung überzeugen müssen, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden, dass motiviert wird, dass die IT-Landschaft geschaffen wird für die Digitalisierung. Ich hoffe so ein bisschen, dass die Krise das vielleicht beschleunigt, dass man jetzt doch ein bisschen mehr Verständnis hat. Und ja, ich habe weiterhin Lust, daran zu arbeiten, dass wir da weiterkommen. Freue mich, Teil von euch zu sein, weil das macht Spaß und hat ja auch Spaß gemacht in der Krise. Ja, und was soll ich sagen? Ich freue mich auf weitere Formate und würde mich auch freuen, wieder dabei zu sein. Das war's von mir. Ich übergebe an die Herren. An die Herren. Na, naja, dann übernehme ich mich mal. Ich fühle mich angesprochen. Nein, alles gut. Vielen Dank, Kerstin. Ja, ich mache mein Video auch noch dazu an, damit mich wieder alle sehen. Das vergesse ich gerne mal. Genau. Ja, war eine super tolle Veranstaltung. Nach etwas viel Stress heute Morgen hat es dann super alles gefunktioniert und geklappt, dafür, dass wir das erste Mal gemacht haben. Alles on top und semi-professionell, in Anführungsstrichen am Rande organisiert, ohne irgendwelche Marketingfirmen etc. pp. Im Hintergrund. Total großartig gelaufen. Besser, als ich es mir je eigentlich erträumt habe. Und auch ein Lob an die 75, dass sie auf jeden Fall noch dabei sind und dabei geblieben sind. Ist ja auch eine coole Veranstaltung gewesen. Sehr viel Spaß. Wir haben heute viel gehört. Wir sollen weitermachen. Ja, das ist tatsächlich unser Gedanke. Wir wollen weitermachen. Nicht jetzt gleich sofort. Wir werden natürlich ein bisschen den Kongress nacharbeiten und dann uns auch noch mal wieder ein paar Tage Zeit gönnen. Ich glaube, Kollege Kroja muss auch noch zwischendurch mal umziehen oder sowas ähnliches. Genau, und deswegen haben wir schon ein paar Dinge in Vorbereitung. Ein Part ist ja heute Nachmittag auch schon angekündigt worden. Das ist der aufbauend auf dem Beitrag von Martin Merkel und Oliver Bayet. Letztendlich soll es dann ja entsprechend ein Anfolgeformat geben über Fehmarn als entsprechende Lobby für Krankenhauseinkäufer. Wird in der regelmäßigen Telco, die sich ja auch über Corona entsprechend etabliert hat, ein White Paper weiterentwickelt werden, das Ganze mit Zahlen, Daten, Fakten untermauert werden und dann wollen wir dieses White Paper als offenen Brief und Aufforderung an die Politik richten. Wieder auch ähnlich im Format, nicht wie bei der Geschichte mit dem Stellungnahme zum Klinikeinkauf Artikel, wo wir die Podiumsdiskussion heute hatten, nicht nur den mahnenden Finger heben, sondern direkt mit einem Gesprächsangebot. Also freuen Sie sich auch heute schon auf ein rotes Sofa-Talk mit vielen hoffentlich bekannten Gesichtern aus Funk und Fernsehen und auch entsprechend Politik vor allem. Die müssen es ja dann entsprechend mit uns verhackstücken, damit wir an dem Thema dranbleiben und auch mit ihnen besprechen, was wir alles aus der Krise gelernt haben, aber auch, was wir brauchen, um diese Dinge, die wir entsprechend gelernt haben, umzusetzen. Ja, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. War eine coole Veranstaltung. Es wird weitere Formate geben. Wir freuen uns auch im Nachgang über Feedback von euch. Es wird, wie es so üblich ist, nach einem Kongress einen Umfragelink entsprechend geben, den wir verschicken werden. Und damit wird entsprechend dann nochmal auch um Feedback gebeten. Die ist auch mit einer kleinen Aktion entsprechend verbunden von Silvia. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon entsprechend angekündigt hat. Sonst kann sie vielleicht nachher nochmal im Socializing-Part zwei Wörter dazu verlieren, zu dem coolen Zweck. Und ja, es war großartig. Zu dem Thema HR und zukünftig entsprechend Mitarbeiter gewinnen für den Einkauf wird es auch Folgeformate geben. Und wir haben einige verrückte Dinge in der Pipeline. Wir werden entsprechend Formate wechseln, nicht nur Webgeschichten machen. Wir wollen auch wieder ins Real Life zurück, aber wir sind auch auf Corona entsprechend vorbereitet. Ja, wie es schon in dem Podcast hieß, Faster than Corona, war auch Zuge Faster than Corona. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe auf weitere Folgeformate. Und ja, jetzt habe ich viel geredet. Stefan, du hast das finale Wort. Vielen Dank für alle Beteiligten. Ja, vielen Dank. Der Think Tank
von Zukunft Krankenhauseinkauf. Da sind ja ungefähr 30 Leute. Die möchten sich auch noch in der Runde kurz bedanken. Und zwar tun sie das so. So, das ist nochmal der Gruß vom Think Tank zum Schluss. Und ja, ich möchte mich einfach noch wahnsinnig bedanken bei dem fantastischen Moderatoren-Duo. Silvia Reingart, Matthias Berg. Es hat so viel Spaß gemacht, das vorzubereiten mit euch, dass ihr da mit auf die Idee aufgesprungen seid und es gemeinsam mit uns gemacht habt. Das hat so viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür. Dann natürlich auch Thomas Gallmann am Schluss für die klasse Abrundung. Ihr seid wirklich fantastisch. Das schreit wirklich nach einer Wiederholung. Vielen Dank natürlich auch an den gesamten Think Tank. Vielen Dank an Kerstin für die charmante Moderation. Vielen Dank an Sven. Vielen Dank an alle im Think Tank. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Es war wahnsinnig toll. Schön, dass ihr alle da wart bei der Premiere des ersten virtuellen Kongresses für den Krankenhauseinkauf, für die Krankenhauswelt der Community von Zukunft Krankenhaus Einkauf. Ein letzter Hinweis: Vortragsunterlagen für die Slides, wo die Referenten freigegeben haben, bekommt ihr noch. Hauen wir gleich noch mal einen Chat unten rein. Ja, und Tim, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann würde ich final verabschieden. Alles Gute. Bleiben. Ja. Ich rede gerade wieder ohne Mikrofon. Jetzt versteht man dich ja noch gerne. Ich würde noch gerne nachschieben. Natürlich vielen Dank auch an alle, die das Programm mitgestaltet haben, entsprechend, die natürlich die Hauptakteure dieses Kongresses waren, die diesen Kongress zu einem spannenden Format gemacht haben, die Speech-Statement-Geber und vor allem auch die Nachmittagssession mit sehr viel praxisnahen Impulsen. Und auch nochmal ein großes Dank an Sven Kleber, der vor allem auch für Marketing ganz viel gemacht hat im Hintergrund, entsprechend, der auch den Clip gemacht hat, die ganzen Bilder fleißig gemacht hat, der Akteure, damit wir die Webseite entsprechend aufpushen konnten. Genau. Aber jetzt kommt das Perfekt. Letzte. Ja, jetzt der immer noch nicht genug hat, der kann mit uns jetzt noch zum Socializing im Raum einfach drin bleiben. Der Raum bleibt noch offen, ne? Wir trinken noch ein gemütliches Radler. Genau, wir machen den Raum nicht zu. YouTube wird gleich abgeschaltet, damit es ein bisschen persönlicher bleibt. Wir sind da natürlich nicht wie auf einem Kongress. Das bietet Zoom noch nicht, vielleicht hoffentlich bald, dass man auch Socializing entsprechend noch mehr über Zoom machen kann. Also quasi selber in Breakout-Sessions aussteigen könnte, um sich mal mit jemandem privat zu unterhalten. Das wäre cool. Grüße nach Amerika, könnt ihr noch einbauen. Und ja, es bleibt zu sagen, entsprechend, wir wollen gerne mit euch anstoßen auf diese coole Veranstaltung, auf diesen Riesenerfolg. Und ja, wir hoffen, dass noch ein paar Leute jetzt noch mit uns drin bleiben. Wir heben jetzt die Regeln für Mikrofon und Kamera aus. Alle, die noch da bleiben wollen, um mit uns interagieren, mit uns anstoßen wollen, gerne Kamera ab diesem Moment an. YouTube bleibt aus, damit wir ein bisschen Privatsphäre in Anführungsstrichen haben. Nur beim Mikrofon.